Der Flug ging von Zweibrücken in der Pfalz zur Insel Rhodos. Vierhundert Jahre Geschichte haben sich in Rhodostadt angesammelt. Die alte Stadtmauer aus der Zeit der Besetzung der Insel durch den Ritterorden der Johanniter ist noch sehr gut erhalten. Sie gliedert Rhodos in eine Neu- und in eine Altstadt. Innerhalb der Stadtmauer begleitet den Besucher in wechselvoller Geschichte der mittelalterlichen Stadt auf Schritt und Tritt. Die Antike dagegen hat in Rhodostadt nur wenige Spuren hinterlassen. Das berühmte Monument, der Koloss von Rhodos, der zu den sieben Weltwundern zählt und die Landzunge des heutigen Mandraki-Hafen überspannte, wurde bereits 227 v. Chr. Bei einem Erdbeben zerstört. Ümi ist die schöne Nachbarin von Rhodos. Knapp 2 Stunden dauert die Fahrt mit den vielen Ausflugsschiffen von Mandraki Hafen nach Ümi. Eine bedeutende Einnahmequelle war die Schwammfischerei bis zur Erfindung des Synthetikschwammes.
das bis Mitte des 20. Jahrhunderts große Gewinne einbrachte. Jahrelange Abwanderungen zum Festland reduzierte die Bevölkerung, die Ende des 19. Jahrhunderts noch rund 21.000 Einwohner zählte. Es brachte in den 1970er Jahren einen neuen Aufschwung. Heute leben wieder ca. 3.000 Menschen auf Sümi. Verfallene Häuser wurden restauriert und das alte Stadtbild wurde wiederhergestellt. Lindos an der Ostküste gilt als eines der schönsten Dörfer Griechenlands. Mit dem Eseltaxi kann man sich zur Akropolis hinaufbringen lassen. Lindos ist für seine Stickwaren berühmt, die von der Zierdecke bis zum Stahl als Souvenir angeboten werden. Die antike Akropolis, die mit dem Tempel der Athene ihren Anfang nahm, wurde bis zum 2. Jahrhundert ständig aus- und weitergebaut. Letzte Veränderungen nahmen schließlich die Johanniter im 13. Jahrhundert vor, die das einst bedeutende Wallfahrtsziel zu einer Festungsanlage umbauen ließ. Von oben hat man einen grenzlosen Rundblick über das Meer und das Umland. Mit dem Wassertaxi und dem einmaligen Anlegesteg ging es nach Rodderstadt.